Kleine Donner sind zu allem bereit. Ja, Kari. Ja, Kari. Ist dein Freund mal in Gefahr? Sind die beiden immer da? Ja, Kari. Ja, Kari. Ja, Kari. Viele der Jäger und reden. Los, du kannst es mir alles später erzählen. Seht, eine Bärenkralle. Ein Talisman von großer Kraft. Woher hast du die, kühner Rabe? Ich schlief die Nacht im Wald und ich träumte, dass mich ein großer wilder Bär angriff. Meine Pfeile konnten ihm nichts anhaben. Als ich aufwachte, war mein Herz voller Angst. Meine Kraft und mein Mut hatten mich verlassen und ich wollte ins Dorf zurück. Doch da stürzte sich ein großer Bär auf mich. In meinem Traum. Das heißt ja, dein Traum hat dich vor dem Bären gewarnt. Es war ein schrecklicher Kampf, aber ich traf ihn mit einem Pfeil. Ja. Und ich hatte den Bären besiegt. Dank dem Talisman werde ich nie wieder Angst verspüren und ich werde immer ins Ziel treffen. Kühner Rabe, ich brauche den Talisman. Bitte borg ihn mir aus. Das geht nicht. Ein Talisman ist etwas Heiliges. So etwas tut man nicht, stolze Wolke. Schon seit vielen Monden habe ich keine Beute mehr gemacht. Die Kralle wird mir Kraft und Mut geben. Ich muss sie haben. Nein, ich kann nicht. Ich kann dir den Talisman nicht geben. Warum denn nicht? Es ist gegen die Tradition. Aber ich brauche ihn. Gib ihn mir, wenn du mein Freund bist. Ich bin dein Freund. Aber du verlangst Unmögliches von mir. Besiege die Wut, stolze Wolke, und nimm die Hand des Freundes. Ich habe keine Freunde mehr. Ich habe keinen Stamm mehr. Stolze Wolke, wo willst du hin? Das hättest du sehen müssen. Er hat die Hand von Kühner Rabe ausgeschlagen und ist einfach weggeritten. Der alles weiß, du sprichst doch mit den Geistern. Kannst du seine Träume lenken, damit er auch einen Talisman findet? Leider ist mir das nicht möglich. Unsere Träume sind so unergründlich, sie lassen sich von mir nicht erzwingen. Zu dumm. Wie sollen wir stolze Wolke dann helfen? Es gibt nicht allein die Kräfte der Geister. Die Freundschaft ist eine Kraft. Und der Zusammenhalt der Jäger. Es war unbedacht von ihm, die Hand eines Freundes auszuschlagen. Großer Geist, bitte hilf mir. Ich brauche auch einen Bärentalisman. Führe mich zu so einem Ungeheuer. Warum antwortest du nicht, großer Geist? Ich kann dir sagen, warum. Du schon wieder? Der große Geist kann dir keinen Talisman schenken. Verschwinde hier. Er wird dich auch nicht zu ihm führen. So wirst du nicht finden, was du gern hättest. Was weiß denn ein Grünschnabel schon von solchen Dingen? Was? Der alles weiß, sagt das. Und die Hand eines Freundes sollte man auch nicht ausschlagen. Was ich will, ist diese Bärenkralle. Und wenn der große Geist mir nicht helfen will, dann räche ich mich an ihm. Ich werde den ersten Bären töten, der mir über den Weg läuft. Nein, dazu hast du kein Recht. Ein wahrer Jäger tötet nie aus Rache. Ach ja? Versuch doch, mich daran zu hindern. Du Zwerg! Hey! Hey! Halt! Komm, kleiner Donner, wir dürfen nicht zulassen, dass er einen Bären tötet.
schneller, ja! Oh. Da ist die Bärenspitze. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er dort ankommt. Festhalten, Yakari! Er ist sehr mutig, aber die Schlucht wird ihn schon aufhalten. Pass auf, kleiner Donner! Bleib stehen! Oh. Hast du etwa kein Vertrauen? Oh. Oh. Unglaublich. Er ist tatsächlich gesprungen. Ich muss ihn überlisten. Er ist mutig, aber nicht gerade clever. Ach ja? Hä? Bist du dir da sicher? Oh nein. Hm? Oh, verflixt. Mein Pony kann alles. Ja, dann kann es mir ja auch hinterherklettern. Warte! Komm zurück! Du darfst das nicht tun, stolze Wolke! Das schafft ihr nicht, was? Darauf zu klettern ist zu gefährlich. Lass uns einen anderen Weg suchen. Nein, das dauert viel zu lange. Es geht nicht anders. Ich muss ihm folgen. Pass auf, Yakari. Er hat ganz schön Vorsprung. Ohne dein Pony stehst du dumm da. Kuckuck, Yakari. Diese lustige Stimme kenne ich doch. Yakari ist da. Kannst du mit uns spielen? Honigmäulchen, Zuckerschnäuzchen, was macht ihr denn hier? Das ist doch die Bärenspitze hier. Genau. Und wir sind Bären. Unsere Mama sammelt Bären hier in der Nähe. Aber die Hälfte lascht sie immer gleich weg, weil sie so lecker sind. Bleibt hier, Freunde. Ihr seid in Gefahr und müsst euch verstecken. In der Gegend ist ein Bärenjäger unterwegs. Oh. Was? Ein Jäger? Oh. Mama, wir müssen sie warnen. Du musst uns helfen. Endlich eine Spur. Ich will meinen Talisman. Jetzt hole ich mir diese Bärenkralle. Weg da. Da sind zwei Bären, junge stolze Wolke. Kein großer Jäger würde ihre Mutter erschießen. Hör auf dein Herz.
bestimmt nicht würdig. So sei es. Pass auf! Nein! Alles in Ordnung? Danke, stolze Wolke. Nur ein wirklich großer Jäger kann so gut zielen. Du hast recht. Der große Geist hat mich endlich erhört. Diese Pumakrallen sind ein wundervoller Talisman. Du hast sehr mutig gehandelt. Wir haben alle großen Respekt. Wie schön, dass mein Freund wieder da ist. Du hast unseren Sohn gerettet. Wie können wir dir nur danken, stolze Wolke? Wir stehen tief in deiner Schuld. Das stimmt nicht. Yakari hat heute mehr für mich getan, als ich für ihn getan habe. Sein Mut und sein gutes Herz haben mich viel gelehrt. Octopus. Octopus. Let's put some bubbles on the pink dolphin. Tyrannosaurus Rex. Bubbles. We'll swim around. Put some bubbles on the octopus. Blowfish. Green turtle. Some bubbles. Bye-bye. Shark. Red lobster. Wow! Red crab.